Beim diesjährigen Autosalon Genf 2019 setzt Seat auf Elektromobilität. Drei neue Concept-Cars werden hier bei der diesjährigen Ausgabe vorgestellt. Eine davon ist natürlich die alles neue Seat Elborn. Mehr darüber erfahren wir jetzt mit Jan Simmons. Schön, bist du wieder da, auch dieses Jahr beim Autosalon Seat Ambassador. Das große Thema ist natürlich Elektromobilität. Ich sage, das ist nicht die Zukunft, sondern das ist die Gegenwart. Ja, das ist das erste vollkommene Elektroauto von Seat. Er sieht mega aus. Er ist unter Strom, wie ich auch immer bin. 420 km Reichweite, das ist okay, das ist gut, da kommt man weit, aber das Beste an allem, 47 Minuten kannst du wieder bis zu 80% aufladen. Das heisst, du fährst her, ladest ihn auf, schnell einen Kaffee trinken, zwei, drei Insta-Stories machen, dann kannst du weiterfahren, die Batterie ist 80% voll. Sieht super heiß aus und ich freue mich, wenn der im 2020 rauskommt. Ladestationen laden, wie funktioniert das Ganze? Wie ist es in der Schweiz? Ja, wir haben sehr viele Ladestationen überall, anstecken, gut ist. Das ist die Zukunft, die hier steht. Und, ja, ich freue mich riesig zum Fahren. Er ist innen sehr geräumig, super modernes Auto. Aber im Moment fährst du natürlich nur Seat. Was fährst du für ein Auto? Im Moment ein Leon Cupra mit 300 PS, ist super schön zum Fahren. Aber ich spekuliere natürlich auf den Tarraco. Viel Platz für all mein Equipment drin. Und ich weiss, ich bin gerne in den Bergen und mit dem Tarraco komme ich überall durch. Was ist dir das wichtigste Accessoire für dein Auto? Freisprechanlage, dass ich telefonieren kann. Das ist auch für mich genau dasselbe, oder? Vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß mit dem Cupra, mit dem Tarraco, aber bald mit Seat Elborn. Genau. Also, du musst weiter, gell? Ja, genau. Ciao. Dankeschön. Ich muss jetzt zu Erdgas, oder? Erdgas. Vom Elektromobilität zu Erdgas. Jetzt treffe ich bald Anatol Taubmann. Gehen wir auf Green.